für den FC Bayern liegt nach dem Sieg gegen 1899 Hoffenheim der Fokus schon wieder auf dem nächsten Bundesligaspiel. Denn dann geht es gegen den VfB Stuttgart. Am Montag kursierten erste Bilder eines möglichen neuen Ausweichtrikots, mit dem die Münchner künftig auflaufen könnten. Der FCB wechselt dem Vernehmen nach zu lachsfarbenen Trikots. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Leon Goretzka, der mit einem Doppelpack gegen Hoffenheim stark aufspielte, will wohl weiterhin im zentralen offensiven Mittelfeld auflaufen. Dort sieht sich der deutsche Nationalspieler sportlich am wertvollsten für den deutschen Rekordmeister. Zum Wochenstart werden die Gerüchte um ein Engagement des Scouts Sven Mislintat in München immer lauter. Schließlich bestätigte der FC Arsenal die Trennung von ihm. News, Transfers und Gerüchte rund um den FC Bayern. Am Montag gibt es wieder Neues vom deutschen Rekordmeister. FC Arsenal bestätigt Abgang von Chefscout Sven Mislintat. Sven Mislintat, Chefscout des FC Arsenal, wird die Gunners mit sofortiger Wirkung verlassen. Das bestätigte der Club am Montag. Sven arbeitete seit dem 1. Dezember 2017 bei uns und hat seitdem einen großartigen Job gemacht, indem er Spieler zu uns geholt hat, die mittlerweile einen großen Einfluss haben, hieß es in einem Statement der Nordlondoner. Wir wünschen ihm alles erdenklich Gute für die Zukunft und danken ihm für seine tolle Arbeit. Bayern München, neues Ausweichtrikot geleakt. Läuft der FC Bayern München in der Saison 2019-20 in einem blau-grau-lachsfarbenen Ausweichtrikot auf. Im Internet wurde erste Details geleakt. Damit verabschiedet der FCB wohl wieder vom mintfarbenen Trikot. Leon Goretzka positioniert sich beim FC Bayern sportlich und verbal als Zehner. Gegen Hoffenheim agierte Goretzka erstmals als Zehner. Nach einer guten Leistung und zwei Toren kündigte er an, diese Position behalten zu wollen. Lest hier die ausführliche Story von Nino Duet. Video Highlights Bundesliga, TSG Hoffenheim, Bayern München 1:3. Am 18. Bundesligaspieltag empfing die TSG Hoffenheim den FC Bayern München. Das sind die Highlights des 1:3 im Video. Bayern Münchens Niklas Süle verrät, sehe Hoffenheim als mein Zuhause. Niklas Süle ist in seiner zweiten Saison beim FC Bayern Stammspieler. Für den Verteidiger ist Hoffenheim aber weiter ein wichtiger Bezugspunkt. Video BVB-Coach Lucien Favre verrät, haben Bayern natürlich geschaut. Am Freitag legte der FC Bayern vor, der BVB gab sich in Leipzig aber keine Blöße. Lucien Favre verrät nun, was der BVB am Freitagabend im TV schaute. Bayern-Coach Niko Kovac forscht, Ziel ist es, Meister zu werden. Durch den 3:1-Erfolg zum Rückrundenstart bei der TSG 1899 Hoffenheim sind die Bayern gut ins neue Jahr gekommen. Niko Kovac hat den Titel im Visier. FC Bayern in der Einzelkritik, Goretzka glänzt als Torjäger, Thiago etwas schlampeder. FC Bayern meldet sich stark aus der Winterpause zurück und siegt mit 3:1 bei der TSG Hoffenheim. Die FCB-Stars in der Einzelkritik. FC Chelsea bringt Callum Hudson-Odoi mit Vertragsangebot ins Grübeln. Ihn neues Vertragsangebot des FC Chelsea könnte einen Wechsel von Youngster Callum Hudson-Odoi zum FC Bayern München verhindern. Nach Informationen von Goal und Spox bieten die Blues dem 18-jährigen Offensivspieler ein Wochengehalt von rund 80.000 Euro und haben damit gute Chancen, ihn doch noch von einem Verbleib zu überzeugen. Eigentlich war es Hudson-Odoi klarer Wunsch, dem Ruf der Bayern zu folgen und in die Bundesliga zu wechseln. Durch das neue Vertragsangebot Chelseas, das ihm alsbald vorgelegt werden soll, kommt der englische U19-Nationalspieler aber zunehmend ins Grübeln.
Salihamidžić, Transfer von Atleticos Lucas Hernández im Winter, unrealistisch. Bayern Münchens Sportdirektor Hasan Salihamidžić hat eine Verpflichtung von Abwehrspieler Lucas Hernández in der Winterpause als unrealistisch bezeichnet, gleichzeitig aber Gespräche mit Atletico Madrid bestätigt. Wir haben bereits Gespräche geführt, erklärte Salihamidžić der Sportbild. Es wird weitere geben. Dass er im Winter kommt, ist unrealistisch. Die Ausstiegsklausel des 22-Jährigen beträgt 85 Millionen Euro. Hasan Salihamidžić vom FC Bayern werde keinen anderen Sportvorstand akzeptieren. Hasan Salihamidžić hat eine forsche Botschaft an die Führungsriege des FC Bayern München geschickt. Der aktuelle Sportdirektor verdeutlichte, dass er nicht dazu bereit wäre, unter einem Sportvorstand zu arbeiten. Die Vereinsverantwortlichen kennen meine Haltung, wenn sie sich für einen anderen Sportvorstand als mich entscheiden, bin ich nicht mehr der richtige Sportdirektor, ich werde keinen anderen Sportvorstand akzeptieren, sagte Salihamidžić der Sportbild. Liverpool in der Champions League gegen Bayern wohl ohne Alexander Arnold. Der englische Tabellenführer FC Liverpool muss nach Informationen von Goal und Spox mehrere Wochen lang auf seinen Rechtsverteidiger Trent Alexander-Arnold verzichten. Der Abwehrspieler laboriert an einer Knöchelverletzung, zudem plagen ihn Knieprobleme. 3 bis 4 Wochen wird er nun ausfallen. Eine Nachricht, die auch der FC Bayern München mit Interesse verfolgen dürfte, schließlich trifft die Elf von Trainer Niko Kovac im Achtelfinale der Champions League auf Liverpool. Das Hinspiel steigt am 19. Februar.